wieder bei Lego Star Wars das Erwachen der Macht. Ihr seht jetzt auch, Taul habe ich in meinem 40. Part abgeschlossen. Ich habe gesagt, jetzt kommen erstmal die anderen Nebenlevel. Kerok ist jetzt das nächste, der nächste Planet, auf dem wir uns begeben. Das ist nämlich das Kapitel der Rote Räuber. Da fehlen noch 6 Minikits. Da habe ich den roten Stein schon. Aber wie gesagt, 6 Minikits, das sollte eigentlich recht zügig gehen. Also hinein ins Level. Freies Spiel natürlich. Das ist auch nur die Landestelle. Eine Ebene quasi, wo mir die Minikits fehlen. Und Darth Maul, mal wieder. Fotos dazu, wenn er schießt. Der Boss sagt, lass das Triebwerk laufen. Kapaste, che Lorenzo, adiante no! Die Macht sei mit mir. Ohne ihn wird mein Job ein kleines bisschen leichter. Siehst du das Schiff, Chef? Hey, los, Prinza. Hervorragend! Du, warst du in den Job? Natürlich kannst du. Du bist der Boss. Ich darf es zuerst probieren, was? Natürlich, Prue. Aber wenn es da Fußpedale gibt, musst du sie selbst bedienen. Los, wir borgen uns ein Schiff. Also das geht recht zügig, das waren jetzt schon 7.
Ja, mit dem Machtstoß habe ich auch die Maschine wieder ruiniert. Rüber. Thank you.
Ah. Da unten ist er. Oh. Alle 10 erledigt. Natürlich könntet ihr das Level auch jetzt schon beenden, aber ich mache es halt zweimal immer komplett, damit ihr nochmal alles im Überblick habt, was und wie ihr was machen könnt. Chula. Du hast Hunger, Chef? Jetzt? Ei, Chula, aber move the law. Ich auch. Okay, dann halten wir unterwegs eben noch beim Fly-Thru. Aber keine Angst, du kleckerst immer alles voll und ich mach das nicht wieder sauber. Dieses Level ist jetzt komplett abgeschlossen. Ihr seht jetzt auch, dass ich alle 10 Minikits freigeschaltet habe. Damit auch zwei neue Flugzeuge, einmal den Exos und einmal den Minifighter, den Mikrofighter. Roter Stein war vorher schon freigenommen, wieder mal Jedi. Hier alle 10 Minikits zusammen. Gut, damit ist dieses Level auch beendet. Wir sehen uns dann im nächsten wieder.